Unsere Sommertour 2022 haben wir wieder in Deutschland verbracht. Planlos los und auf der Autobahn haben wir spontan entschieden, dass das erste Ziel Bad Sohn-Allendorf in Hessen sein wird. Auch Thüringen ist von hier aus nur noch einen Katzensprung entfernt. Aus Norden kommend verlassen wir die A7 an der Ausfahrt Drammetal und fahren noch etwa 30 Kilometer über Land. Wir fahren auf den Stellplatz am Franzrasen, der direkt an der Werau und zwischen den beiden namensgebenden Ortsteilen liegt. Wir stehen mit einem schönen Blick auf die Altstadt von Allendorf. Hier finden ca. 100 bis 130 Wohnmobile Platz. Es gibt keine klare Abgrenzung zwischen den Stellplätzen, aber für uns war alles da, was wir für ein bis zwei Nächte benötigen. Auch ein Toilettenhaus soll es geben, das habe ich aber vergessen mir anzugucken und ich habe es auch gar nicht gesehen. An einer Infotafel gibt es diverse Tipps für Unternehmungen in der Umgebung. Bezahlt wird am Parkscheinautomat. Wir haben 12 Euro für 24 Stunden bezahlt. Der Automat akzeptiert EC-Karte oder Münzen. Direkt an der Ein- bzw. Ausfahrt des Platzes befindet sich die Fähr- und Entsorgung. Die Entsorgung ist kostenlos. Frischwasser wird mit Münzen bezahlt. Wie gesagt, der Platz befindet sich direkt an der Werra. Es lohnt sich auf jeden Fall, die nähere Umgebung zu erkunden. Gegenüber des Stellplatzes auf der anderen Werra-Seite befinden sich die ehemaligen Fischerhäuser, auch Fischerstaat oder Klein Venedig genannt. Durch eine schmale Gasse gehen wir zwischen den Fischerhäusern und der Stadtmauer entlang. Und wir bekommen einen ersten Eindruck von dem, was uns hier in Massen erwartet. Fachwerkhäuser. Eins schöner als das nächste. In die andere Richtung verläuft die Stadtmauer weiter und dahinter thront als Eyecatcher der Turm der Kirche St. Crucius. Hier führt uns unser Stadtrundgang später noch vorbei. Erstmal gehen wir Richtung Marktplatz und sind begeistert von den unzähligen alten Fachwerkhäusern. Ein wunderschöner Anblick. Ansonsten ist der Ortskern von Allendorf eher ruhig, zumindest als wir dort gewesen sind. Auch ein Besuch im nahegelegenen Grenzmuseum ist empfehlenswert. Diese Bilder sind schon etwas älter. Was machen wir jetzt hier? Wir befinden uns hier in einer vielfältigen Umgebung. Es soll viele Möglichkeiten zum Wandern geben, das haben wir aber nicht ausprobiert. Wir haben uns mal wieder mit den Fahrrädern auf Entdeckungstour begeben. Durch ganz viel schöne Landschaft und auch schöne Ortschaften fahren wir zum Werratalsee. Vor
Vorher durchqueren wir Eschwege. Für die Fahrradtour stellen wir ergänzend ein längeres Video online, das die einzelnen Stationen ausführlicher zeigt. Nachdem wir am ersten Tag uns Allendorf ausführlich angeguckt haben, gehen wir dieses Mal nicht über die Brücke, sondern in die andere Richtung nach Bad Soden. Hier wird schnell klar, dass es sich um ein Kurheilbad handelt. Wir werden mit einem großen Gradierwerk begrüßt. Durch das Södertor gelangen wir ins Zentrum und es wird schnell klar, wer Unterhaltung sucht, ist hier richtig. Es ist deutlich mehr los als in Allendorf. Die Straße entlang des Kurparks bietet viele Einkehrmöglichkeiten für jeden Geschmack. Also unser Tipp, wenn man schon dort ist, sollte man unbedingt vom Stellplatz nach Bad Soden gehen. Und natürlich gibt es auch hier wieder ganz viele Fachwerkhäuser. Total schön. Der Zugang zum Gradierwerk ist kostenlos bzw. durch die Zahlung der Kurtaxe abgedeckt und die ist in unserem Übernachtungspreis bereits inklusive. Gerade an warmen Tagen kann man hier ein bisschen frischer auftanken oder drumherum auf einer der Liegen einfach nur entspannen. Und so sind die ersten zwei Urlaubstage auch schon wieder vorbei. Unsere Reise geht weiter, es sind nur wenige Kilometer bis nach Thüringen und so planen wir den nächsten Stopp im Thüringer Wald. Wir danken für euer Interesse und fürs Zusehen. Hat euch unser Video gefallen, zeigt uns das bitte durch einen Daumen nach oben. Damit könnt ihr uns super unterstützen. Und mit einem kostenlosen Abo werdet ihr auch über zukünftige Videos von uns informiert. Liebe Grüße und bis bald, sagen Kerstin und Olli.